Bei dem Motorrad, das wir zerlegt haben, bestand ja an quasi allen Bauteilen ein Wartungsstau Deluxe. Und weil ja die ganze Maschine offensichtlich nie oder zumindest echt extrem selten nur gewartet wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass das ja bei der Gabel ungefähr genau das gleiche gewesen ist. Und darum zerlegen wir jetzt die Gabel natürlich auch wie das ganze Motorrad komplett, kontrollieren die Teile, überarbeiten alles, bereiten alles fürs Pulverbeschichten vor und bauen in einem anderen Video dann die ganzen neuen Teile wieder schön fein säuberlich zusammen. So eine Gabel besteht immer aus den Gabelstandrohren, das sind die hier, und den Gabeltauchrohren, das sind die hier. Und wann und warum muss man eine Gabel überhaupt zerlegen? Grund 1 wäre zum Beispiel eine Reparatur. So eine Gabel besteht ja aus mehreren Bauteilen und die sind eigentlich alle mechanisch. Und weil sich so eine Gabel im Laufe ihres Lebens ja millionenfach ineinander bewegt, verschleißen natürlich auch gewisse Bauteile im Inneren. Im Regelfall ist es so, dass irgendwann mal zum Beispiel die Gabelsimmerringe, die ja für die Öldichtigkeit in der Gabel sorgen, einfach mal den Geist aufgeben und darum getauscht werden müssen. Oder auch, wenn eine Gabel zum Beispiel durch einen Unfall mal krumm geworden ist und ein Bauteil einfach mal ausgetauscht werden muss. Oder wenn man Teile der Gabel, so wie wir, veredeln will. Wir wollen ja die Gabel an bestimmten Stellen halt Pulver beschichten lassen und auch dafür muss so eine Gabel dann zerlegt werden. Oder auch für eine Komplettreinigung. Dafür muss so eine Gabel am besten auch auseinandergenommen werden, denn in der Gabel ist ja das Gabelöl und Öl altert mit der Zeit. Und wenn Öl auch in der Gabel regelmäßig gewechselt wird, dann sind die Ablagerungen, die dieses alte Öl dann aufgebaut hat, dann sind die Ablagerungen nicht so schlimm, weil die ja dann mit dem alten Öl rausgeschwemmt werden und so die Gabel dann von innen auch mal gereinigt wird. Wenn das Gabelöl aber selten bis niemals gereinigt wird, dann setzen sich diese Ablagerungen natürlich im Laufe der Zeit an bestimmten Gabelbauteilen fest oder die setzen sich zumindest da ab. Und wenn man dann mal das Gabelöl reinigt, dann ist es leider so, dass dann diese Ablagerungen nicht mit rausgespült werden. Die bleiben dann da, wo sie sind. Und dann muss man, wenn man gründlich arbeitet, so eine Gabel für so eine Komplettreinigung auch einmal komplett zerlegen. Und das machen wir jetzt. Wir zerlegen jetzt erstmal die Gabel komplett. Ihr erinnert euch ja sicher noch an die Gabelverschlussstopfen aus dem Zerlegen-Video, die ich vorsorglich schon mal angelöst hatte, bevor ich die Gabel ausgebaut habe. Diese Stopfen drehe ich nun ganz raus. Achtung, die stehen meistens unter Spannung, darum immer weg vom Körper. Und dann kann ich die Gabel in der Reihe nach rausnehmen. Und auch das Öl schon mal rausschütten. Ein paar Mal pumpen hilft auch. Nun gehe ich mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig unter diese Staubschutzmanschette und nehme dann diese Gummimanschette ab. Wenn die sehr hart ist, weil zum Beispiel sehr alt, dann hilft es auch, sie erstmal mit einem Föhn etwas zu erwärmen. Nun brauche ich dieses Spezialwerkzeug und das ist eine lange 17er Schraube, die ich am anderen Ende einfach mit zwei Muttern gekontert habe. Kontern sagt man dann, wenn es auf beiden Seiten durch irgendeine Aktion einen Ausgleich gibt. In unserem Fall habe ich einfach zwei Muttern genommen und habe die auf der anderen Seite der Schraube fest gegeneinander zusammengedreht. Und auf diese Weise kann ich jetzt auf beiden Seiten ein Werkzeug ansetzen und habe mir dann auf die Art und Weise ein Spezialwerkzeug selbst gebaut.
Denn dieser Schraubenkopf passt jetzt genau in die Öffnung dieser Hülse. Und diese Hülse erreicht man nur von innen in der Gabel, denn die steckt hier. Hier im Inneren unten drin steckt diese Hülse. Und um da dran zu kommen, haben wir nun drei Verlängerungen zusammengesteckt und können so diese Hülse von innen halten und dann von außen die Halteschraube lösen. Das hat jetzt bei uns, bei beiden Gabelholmen, wirklich super geklappt. Aber das kenne ich auch ganz anders, denn diese Schrauben, die da unten drin sind, die sind natürlich komplett der Witterung ausgesetzt. Und wenn man viel im Winter fährt zum Beispiel, dann kommt da auch ganz viel Salz rein und natürlich Korrosion. Also natürlich korrodiert so eine Schraube dann im Gabelinneren auch ganz gerne mal. Und dann ist es so, dass man diese Schraube halt überhaupt nicht loskriegt da unten drin. Und ich will mal ehrlich sein, es ist ganz oft so, dass man da dann so ein bisschen Gewalt anwenden muss. Und ich würde für sowas dann immer einen Schlagschrauber benutzen. Jetzt kann man Standrohr und Gabeltauchrohr auseinanderziehen und das restliche Öl ablassen. Und nun sitzt hier noch ein Sicherungsring hier in dieser Nut, den nehmen wir jetzt raus und auch die Scheibe darunter nehmen wir gleichzeitig mit raus. Nun wieder etwas Sprühöl. Den langen Hebel. Und den Simmering hier aushebeln. Und dabei lege ich immer was Stabiles drunter, um den Rand vom Gabeltauchrohr nicht zu vermacken. Und diese Prozedur ist bei beiden Gabelholmen die gleiche. Und wenn ich dann die Gabel komplett in ihre Einzelteile zerlegt habe, dann säubere ich erstmal die Teile und kontrolliere auch, ob die Gabelstandrohre noch schön gerade sind. Und dafür lasse ich sie einfach über eine gerade Fläche rollen, denn wenn sie krumm wären, würden sie nicht mehr rollen. Und dann schaue ich mir auch den Zustand der Rohre mal genau an. Gibt es Macken, Abplatzer oder Roststellen irgendwo? Und wenn ja, wo? Rost an den Gabelrohren ist natürlich nicht schön. Optisch gesehen, wenn man so einen richtigen Styler baut, dann ist das schon, ja, das kann schon scheiße sein. Aber Rost ist nicht unbedingt der Tod für die Gabel. Es kommt immer darauf an, wie viel Rost ist da und wo ist der? Wenn der Rost nämlich im Eintauchbereich ist, also da, wo die Gabel immer durch den Simmering durchgeht, dann ist das schlecht, denn so geht der neue Simmering natürlich sofort wieder kaputt. Ist der Rost aber oben an der Gabel, dann ist das zwar optisch nicht schön, aber der Funktion der Gabel tut das keinen Abbruch. Und wenn ich dann alles kontrolliert habe und alle Teile völlig in Ordnung sind, dann nehme ich einfach eine solche Flaschenbürste. Und mit dieser Flaschenbürste und so ein bisschen Teilreiniger schrubbe ich dann alle vier Gabelteile von innen komplett sauber. Und wenn ihr wie ich die Gabeltauchrohre Pulver beschichten lassen wollt, dann gibt es jetzt ja einige Stellen, die man vorher schützen muss. Unter anderem die Gewinde der Aufnahme für das Schutzblech. Dann natürlich die Öffnung für die Schraube, die wir unten aus der Gabel rausgeschraubt haben. Und natürlich auch diese beiden Gewinde für die Klemme der Vorderradsteckachse. Außerdem das Gewinde der Ölablassschraube fürs Gabelöl sowie die beiden Passhülsen für die Schrauben des Bremssattels. Und natürlich die Hauptöffnung für das Standrohr. Fragt einfach den Betrieb, der euch die Pulverbeschichtung durchführt,
ob ihr das vorbereiten sollt oder in Absprache mit euch, ob die das vorbereiten. Und wenn ja, wie genau? So, die Gabel ist jetzt zerlegt und auch gut vorbereitet. Und so gehen die Teile jetzt weg zum Pulverbeschichten. Und wir sehen uns wieder in einem nächsten Teil, in dem wir die ganzen neuen Teile wieder alle schön zusammenbauen. Und ich hab's wahrscheinlich gerade schon gesagt, aber ich sage es zur Sicherheit nochmal. Nicht unter allen, aber unter den meisten. Na, sagen wir unter vielen meiner Videos findet ihr noch Ergänzungen und Links zu den Videos, die für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr nützlich oder zumindest interessant sein werden. Und diese dann teilweise sehr nützlichen Informationen aktualisiere ich auch regelmäßig. Zudem findet ihr immer noch eine Auflistung von Kanälen, auf denen ihr mich noch findet und wo ich noch so unterwegs bin. Und wer mich, meine Projekte und meinen Kanal unterstützen möchte, das würde ich super finden. Auch dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, auch die sind in der Beschreibung unten aufgelistet. Und dafür bin ich natürlich besonders dankbar. Stöbert also einfach in den Texten unter meinen Videos und erfahrt alles über mich und meine Angebote für euch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal und macht die Glocke an, damit ihr immer wisst, wann hier was abgeht. Danke, lieben Gruß, lasst es euch gut gehen, sagt